Wir stehen jetzt hier vor dem Tempel und gehen die Stufen hinauf. Sie sehen, es ist die höchste Stelle des Parks. Und von dem Tempel hat man heute im Frühling einen wunderschönen Blick auf das Schlösschen. Wenn allerdings dann die Bäume belaubt sind, dann ist der Tempel verschwunden. Und er ist ein sogenannter Aha-Erlebnis. Wenn man durch den Park geht, wird dann voller Überraschung, dann taucht der Tempel auf. Sie sehen, der Tempel hat heute leider nicht mehr oben die originale Bemalung. Ursprünglich war dort ein blauer Himmel mit einem Gitter gemalt und Engel und vielleicht kleine Putti dargestellt. Das war also sozusagen die Öffnung nach oben war in den Himmel hinein. Die Säulen sind, wie gesagt, 1610 ungefähr entstanden. Jede Säule zeigt im Postament einen Löwenkopf oder vier Löwenkopf, muss man richtiger sagen. Und dann die aufsteigenden Säulen mit dem korinthischen Kapitell. Dieser Tempel wird bei den Führungen durch den Park, die wir besonders anbieten, gezeigt. Und die vorhin schon besichtigte Grablege wird während der Führung natürlich zugänglich gemacht, sodass die Besucher ohne weiteres den gesamten Park erleben können. Leider ist im Laufe der Zeit etwas verloren gegangen. Sie müssen sich vorstellen, dass der Park sehr viele mehr Bänke hatte, sehr viele sogenannte Ahas, Überraschungsmomente hatte im Park, Denkmäler, Figuren und so weiter. Einige werden wir wiederherstellen und einige mehr Blumenrabatten werden angelegt werden, wie der Rosentempel hier drumherum. Unsere Stiftung wird diese wohl finanzieren und einen eigenen Beauftragten, der permanent diesen Rosenhang pflegt.